Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir geben den Kühen jetzt Stroh. Eine große Ladung. Wir bekamen kräftig Nachwuchs, das heißt, viele Kälber. Müsste eigentlich sehen, dass ich die jetzt umstalle. Aber da jetzt seit der LKW belegt ist mit Anhänger für Diesel, der läuft aktuell noch voll. Solange das Geld rechts läuft, das abgezogen wird, werden wir nichts bekommen. Ne? Also wegen. Also ist ein Fahrzeug zur Verfügung. Also müssen wir warten. So, und jetzt fahren wir mit Stroh zurück zum Lager und dann holen wir Mischfutter. Wir können uns rein in Mischfutter. Können wir auch machen. Denn der erste Stroh wird aber kommen. Nehmen wir stark an. Machen wir es hier rein oder machen wir es da hinten rein? Ach, wir machen es da hinten rein. Und dann werden wir mit Mischfutter holen. Oder Mischfutterfabrik. Und dann werden wir sehen, dass wir da bald mit Gras beginnen. Habe ich spezielle Sachen vor, mit einem Fahrzeug Zweierkurs fahren. Dass wir dann mit zwei Fahrzeugen separat aufladen können und zum Lager fahren können. Ohne dass wir das mit einer anderen blockiert. Ne? Das heißt, der Krone fährt erstmal die erste Runde mit und dann muss ich den auf den zweiten Kurs schicken. Für die zweite Runde. Aber das mache ich gleich. Aber erstmal die Tiere versuchen. Was fehlt hier? Ganz wichtig. Heu. Hier fehlt Heu. Okay, das kriegen wir bald. Sonst wird das, glaube ich, bald eng. Anführungszeichen, ne? Die Kühe haben ja einen Appetit, sag ich dir, du. Die ersten mit ihr haben, Kopf, du. Noch was habe ich noch. Obwohl die Kälber. Oh, dann müssen wir halt noch mehr verkaufen. Deshalb habe ich 10.000 verkauft. Abends. Mal sehen, was heute Abend drin ist, ne? Ja, die Luft tankt immer noch voll. Ja, das sind 70.000 Liter, ist schon gewaltig. Ist schon der Hammer, ne? Und Mischfutter geht auch mal rein. Dann brauchen wir ja zwei Traktoren, die abfahren. Müssen wir noch einen Ladewagen besorgen. Entweder kaufen oder mieten. Jetzt brauchen wir einen zweiten. Mit einem alleine wird das nichts. Denn gemäht, dann muss es auch schnell weggefahren werden. Ne? Und deswegen mal auch die Heutrocken noch voll Diesel, dass der fleißig arbeiten kann. Ne? Ich dachte, wenn er hier Probleme kriegen mit der Trocknung. Ah, geht Licht aus. Früh um 7, ne? Schon so früh arbeiten. Ne? Ich muss morgen früh so früh aufstehen. Oh, der Hänger ist gut, das ist da geht schnell was weg, ne? Muss hier durch. Kam da auch hier. Oh, Säbel. Säbel ist schlecht. Ich glaube, die Halle muss man wegreißen. Verkaufen. Man verkaufen kann man sowas schon, ne? Also wenn man richtig wird heutzutage alles verschraubt. Also theoretisch machbar, das zu demontieren und zu verkaufen. Ne? Gut, das Fundament ist halt, muss man halt. Das war halt nicht verkauft, ne? Das ist ja logisch. Wenn der Beton gegossen ist, ist er gegossen. Ne?
da rein. Also Wahnsinn. Aber wenn wir die Kälber nachher umstallen, in einen anderen Stall bringen, weil sie nachher. Ja, nachher ist gut. Da haben wir eine Anzeige. Ah, das reicht. Okay, Wasser ist voll. Schon vor Tag wieder fest. Und wie gesagt, 275 Kühe, davon sind viele, viele Kälber. Ja. Also hier weiblich, männlich, weiblich, weiblich. Und ich wollte ja noch ein männliches Tier. Ja, männlich. Ich wollte ja im Prinzip. Also das ist jetzt Seasons Version 1.2. Keine Ahnung, ob die Veränderungen gekommen sind. Raps bei 11 Grad und geht nicht im Frühling. Das ist, würde ich sagen. Das scheint so richtig zu sein, sagen wir so. Weil, also ich sehe es nur, dass die Bauern als im Herbst aussehen. Ne? Auch bei uns war es früher so, dass im Herbst gemacht wurde. Ob das damit zusammenhängt, es könnte sein, dass es zweijährig ist und blüten muss. Ich weiß es nicht genau. So, Mischfutter müsste immer reichen. Okay, den Hänger, den fahren wir wieder hinten rein bei den Kühen. Wir könnten auch Mist fahren. Ah, dem Pfiff fahren Futter und den, und da fahren wir keinen Mist damit. So. Ach, da ist der andere Traktor für Versorgung. Okay. Weil mit dem roten werden wir jetzt nachher ein Futterbeschwang fahren. Ne? Also ein. Mit dem wir das im Prinzip. Gras einsammeln werden, ne? Aber müssen wir mal hin, ne? Das machen wir jetzt gleich. So. Das heißt. Ja, das können wir so machen. Steigen wir aus und dann geht er gleich Richtung Garage, wo unsere Krone ist. Da machen wir einen Flug. Hier ist er ja, ne? Lass mich rein, lass mich raus. Machen wir die Ausansicht. Der hat ja den Vorteil, dass er sehr schnell fährt, ne? Also bei der Ernte und also beim Mähen, ne? Und deswegen habe ich ihn auch gekauft. Also ich hätte auch die Mähe gekauft von Pöttinger. 10 Meter Arbeitsbreite mit zwei Fahrzeugen fahren oder mit schwader Arbeit hinterher mit G2. Hätte man auch machen können, aber der Aufwand ist dann ein bisschen technisch größer, als wenn ich jetzt hier einfahre, ne? Also ich denke mal, das ist besser. Bei der Marsch mache ich anders herum, da mache ich anders, aber hier mache ich mal so. Und der macht dann fleißig Diesel rein. So, wir fahren jetzt zu der Wiese und stellen den Kurs mal ein mit Kursplay. Und zwar, als wenn wir mit zwei Fahrzeugen fahren würden, aber wir fahren immer eine Spur und dann die nächste Spur. Also unsere Sonnenblumen noch nicht gewachsen, ne? Also ein bisschen Rüben noch. Hier wächst auch noch nichts. Tankt immer noch fleißig. Und hier sah es so aus, als wenn da keine mehr da wäre, Silage. Das wäre ja die Katastrophe gewesen. Das wäre ja extrem schade. So, hier ist unsere Wiese. Reifegrad ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig. Also. Aber ich sag mal so, doch ist 100%.
Also extrem reif. So, und unsere Felder sind noch nicht gekeimt. Also die 41 und 60. Oh, er hat auch angepflanzt, Sonnenblumen. Schön. Hier muss noch gedüngt werden, da muss man wachsen, da gut. Oh, hier war so gefehlt, das gibt's doch gar nicht. Hm. Ist aber nur Dünger, ne? Okay, dann machen wir mal los. So, ich hab was vor. Und zwar geht's hier darum, dass wir so tun, als wenn wir hier zwei Fahrzeuge hätten. Wir klappen den mal aus. Das Kursplay besser erkennt die richtige Arbeitsbreite. Müsste ja bald. Ja, 13 Meter könnte schon sein. Stimmt. So. Ja, passt. So. Vorgewende machen wir ruhig. Zwei. Wir machen ja im Prinzip mit zwei Fahrzeugen und dann vier. Weich, passt auch. Das machen wir deaktiviert erstmal so. Lassen wir einmal rechnen. Oder braucht lange. Eine Vorgewende. Ach so, nur noch Feld aktivieren, ne? Also ohne Feld wird das nichts, ne? Da können wir lange rechnen lassen. Na, jetzt rechnet er. Jetzt blinkt nichts mehr. Das sieht technisch gut aus. Zwei Fahrzeuge, zwei Vorgewände. Also im Grunde sind es vier. So, den Kurs müssen wir jetzt noch speichern. Gras. Leeren. Feld. 30. 2. Fahrzeuge. Längere Fahrzeuge. Okay. 13 Meter. Das ist ungefähr hinkommen. 13 Meter. Waren es, glaube ich. So. Gespeichert haben wir. Lass ich mal loslegen, ne? Wunder ist egal. Er ist unterwegs rechts. Dann fahren wir das nächste Mal links. Das ist okay. Warum? Er macht keinen Spatt. So, Alt Z. Das Mikrofon stört den noch nicht. Wattablage. Wenn er das normal macht, ungünstig. Ne? Vielleicht macht er das Watt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ja. Lehrgeld, so, wir wollten mal gucken wegen rechts, links. Rechts. Aber da müsste eigentlich mehr versetzt fahren, weil er fährt zu weit. Gut, das macht er nie auf Fahrt mehr. Können wir ganz kurz den Kurs anzeigen lassen, dann können wir sehen,
Ja, das passt schon so irgendwie. Irgendwie passt das schon. Nächste Bahn muss er halt außen fahren. Und hier müssen wir halt ein bisschen, naja, wir verschenken was. Vielleicht nehme ich auch ein Schwattgerät und holen wir das dann alleine. So. Wir laufen jetzt zurück und werden uns den anderen Traktor nehmen und dann entsprechend die Kunst einfahren wird aufsammeln. Beziehungsweise mal gucken, was unser Diesel macht, dann läuft immer noch voll. Ich denke mal, da wird immer reichen, ne? 30.000 Euro kostet. Bist du wahnsinnig? Wird aber teures Heu. Ja, hier müssen wir voll machen und dann können wir sehen nachher. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Folge. Tschüss. Wenn ihr Typ möchtet, ne? Tschüss.